Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu meinem Vortrag, den Projekterfolg garantieren. Als ich den vor 5 Monaten, 6 Monaten definiert habe, habe ich gedacht, ja, das ist doch einfach, 20 Minuten da kurz etwas über den Erfolg erzählen, da sind Sie begeistert und dann gehen Sie. Als ich dann diesen Vortrag so erstellen musste oder durfte, kam mir da große Zweifel, wie setze ich das Ganze überhaupt an? Soll ich das wirklich so oberflächlich machen oder soll ich da vielleicht in die Tiefe reingehen, wie wir so etwas ansetzen? Wir von der Spol, wir versuchen ja auch, unseren Erfolg zu haben und wir möchten ja auch mit Methode da etwas herangehen. Natürlich mit der Gefahr, wenn ich etwas zu tief gehe, sagen Sie, ja, das ist administrativ und das ist methodisch und das ist schon recht so. Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden. Ich möchte Ihnen eigentlich zeigen, wie komplex dieser Erfolg eigentlich ist. Was muss man machen, dass man Projekterfolg hat? Sie haben heute fantastische Referenten gehört. Ich glaube, da hat sehr vieles mit Seniorität zu tun, dass die einfach vom Gespür, von ihren Erfahrungen gelernt haben. Sie haben ja immer vom letzten Projekt erzählt. Sie haben ja nicht vom ersten Projekt erzählt, das sie gemacht haben, was sie die Erfahrung gesammelt haben. Da sieht es vielleicht anders aus, aber lassen wir das sein. Ich könnte ja von mir auch gewisse Beispiele erzählen. Ich darf Ihnen da 2, 3 Punkte sagen bezüglich der Realität und garantieren. Schauen Sie, ich bin da Google gegangen, habe gesucht, wer bietet dann von diesen externen Firmen Garantie an, Projektgarantie. Das muss ja ein irrsinniges Geschäft sein, wenn man ja da hört, wie viel, sage ich Ihnen auch noch, Projekte nicht so gut laufen. Also das heißt, wenn ich das anschaue, da gibt es einige, die sagen, weil wir professionell sind, große Erfahrungen haben, weil wir eigentlich ganz klar ein gutes Netzwerk haben, und so weiter und so fort. Wenn Sie diese Namen anschauen, dann sehen Sie, das sind alles Kleinfirmen, Einzelkämpfer, Freelancer. Die Frage ist, wo sind dann die Großen? Und da diese modernen Projekte da mit Millionenbeträgen abwickeln. Ich bin auf diese Homepage gegangen, ich sage jetzt die Namen nicht. Keiner sagt da etwas von Garantie. Nirgends lesen Sie so etwas. Und das ist dann schon die Frage, oder? Ich habe mich überlegt, machen die das einfach clever, geben die einfach die Garantie zurück dem Kunden, dass er die Garantie trägt, oder? Die haben ja genügend Rechtsanwälte und das kann man vielleicht so designen. Lass mal das auf die Seite, gehen wir einen Schritt weiter. Wenn die Realität da uns etwas einholt, so sehen wir schon, 70% der Projekte, schauen Sie mal, das scheitern oder erfüllen die Anforderungen nicht. IT, sie bekommt von der IT immer alles, aber nur nicht das Richtige. Oder das ist oder zeitlich genau das Richtige, muss man so sagen. Alle Projekte werden zu spät oder über Budget beendet. Im Sinn von 74%, das sind Potenziale von 25%, die man besser machen könnte. 60% aller Projekte scheitern aufgrund des vielleicht schlechten Management. Und wenn Sie da IBM anschauen, IBM hat gesagt, was ist denn der Hauptfaktor vom Scheitern? IBM hat untersucht und hat gesagt, okay, 60% ist der schlechte oder nicht schlechte, der falsche Projektleiter, der da am Werk ist. Und das sind nicht doch schon interessante Zahlen. Wenn man dieses Potenzial sieht, warum, und ich darf Ihnen sagen, wir von der Spol können das auch bestätigen, was da diese großen Research-Firmen da erforscht haben. Ich glaube, es ist so, vielleicht noch die Dunkelziffer noch etwas schlimmer, ist natürlich die Frage, wann kommt das Management und sagt, ich möchte jetzt ein Projekterfolg garantiert haben. Ja. Und das heißt natürlich für uns Projektleiter, was machen wir, dass wir denen das garantieren können? Und das ist von mir aus gesehen eine gute Frage, die wir uns stellen müssen. Nämlich am Anfang eines Projektes, und das ist jetzt mein Vortrag, ich habe mich fokussiert auf dem Anfang des Projektes, was ich machen kann, dass mein Projekt erfolgreich wird. Es gibt ja viele Sachen, die Sie gesehen haben heute, wo man macht während der Projektabwicklung, dass es erfolgreich bleibt. Und ich kehre das ganze Wert und versuche jetzt da mal den Fokus an den Beginn des Projektstartes zu legen. Aber vorher möchte ich Ihnen noch zuerst zeigen, was ist überhaupt Projekterfolg? Da muss man sich auch etwas überlegen. Wenn Sie schauen, es gibt 6 Faktoren, die eigentlich den Projekterfolg bestimmen. Das ist die Qualität, das ist die Zeit. Das sind die Kosten und das ist die Leistung. Das ist mal der Abwicklungserfolg. Und der Projektabwicklungserfolg können Sie wann hundertprozentig garantieren? Wenn Sie das Projekt erledigt haben. Hinzu kommen noch 2 Faktoren, das ist der Systemerfolg oder der Erfolg des Projektnutzens, dass der generiert werden kann und selbstverständlich noch die Akzeptanz.
Also das sind die sechs Elemente, die eigentlich Erfolg definieren, wenn man sagt, ah, jetzt ist es erfolgreich. Und ich darf Ihnen ganz offen sagen, ich sehe viele Leute, die können nicht mal das formulieren, was überhaupt Projekterfolg ist. Wie können sie überhaupt Projekterfolg haben? Oder das sind so innere Werte, aber es ist ja egal. Oder? Und wenn Sie das jetzt noch anschauen, da gibt es dann Faktoren, die Sie heute gehört haben, deren Anzahl viele, die eigentlich ein Projekt erfolgreich machen. Und da hat Keplinger, das ist ein Deutscher, eigentlich da so ein Modell, ein Fünf-Bereichsmodell aufgebaut, wo er sagt, darum sind Projekte erfolgreich, wenn man solche Faktoren berücksichtigt. Und ich darf Ihnen sagen, wir von der Spol nehmen dieses Modell und versuchen ein Projekt dazu zu analysieren, wo hat es Potenziale bezüglich den Erfolgen? Wo kann man den Erfolg besser machen? Schauen Sie, wenn ich ein Coaching anfange und den Projektleiter frage, hey, kannst du mir sagen, hast du Risiken? Machst du, tack, 48 Risiken, oh, hurra gut, oder? Wenn ich dann frage, wann hast du das letzte Mal die Risiken analysiert? Sagt sie, ja, das sollte ich auch schon länger machen, hatte da leider keine Zeit, oder? Das geht ja noch, er hat wenigstens das Riskmanagement. Wenn ich dann den frage, kannst du mir sagen, wieso hast du Erfolg hast, oder? Ein Schweizer bleibt 2 Minuten ruhig, oder? Nur nach 2 Minuten sagt er, ja, weil ich gut bin, oder? Und das ist ja schon ganz toll, dass ein Erfolgsfaktor da ist und er auf sich bezieht. Ein Amerikaner, innerhalb von 60 Sekunden, so eine Elevator Speech, bringt er Ihnen da, weiß nicht, viele Argumente, wieso was erfolgreich ist. Ja. Und man muss sich wirklich überlegen, warum hat das Projekt überhaupt Erfolg? Und kann es überhaupt Erfolg haben? Und das ist ja die große Frage. Und da habe ich jetzt Ihnen 2, 3 Punkte aufgesetzt, wo ich mit Ihnen diskutieren möchte oder vortragen möchte, warum das Projekt eigentlich so designt sein soll, dass man es erfolgreich abwickeln kann. Das erste ist der Projektstart. Der fängt ja ganz klar an, da irgendjemand hat eine Idee. Heute haben wir eine fantastische Idee gehört. Das muss sich entwickeln. Dann geht es rüber dann in einen Projektantrag, wo vielleicht mehrere Leute entsprechend mitmachen müssen, dass sie das konkretisieren, da diese Idee auch irgendwie fassbar machen, sei es in einem Fork-Business Case. Und was wir in der Spol jetzt machen, das ist, glaube ich, entscheidend. Wir schauen dann beim Projektantrag mal dieses Projekt an. A, bezüglich Charakter. Was ist das für ein Projekt? Und welche Wirkung es hat. Ich komme da später noch darauf zurück. Es gibt Ihnen eine weitere Phase und die weitere Phase ist dann, dass man da wirklich ein Business Case macht, in die Tiefe hineingeht und sagt, was wirkt denn das Projekt? Wohin gehen wir dann überhaupt mit dem? Und dann mit einer größeren etwas Verifizierung diese Wirkung und Abwicklungsbewertung durchführen. Ich darf Ihnen die kurz zeigen, weil von mir aus gesehen ist das einer der Schlüsselwerte, dass man mal weiß, welchen Charakter das sie haben. Ich habe das in den letzten 2, 3 Social Events schon erwähnt, dieses Charakterbild. Oder wen heirate ich dann, mit wem gehe ich weg? Und manchmal habe ich das Gefühl, das Management weiß nicht, wen sie heiraten oder mit wem sie da Liebschaften eingehen. Oder, also sie ist einfach schön, aber welchen Charakter hat sie? Oder? Und da schauen Sie, wir schauen eigentlich das an bei den Abwicklungsaspekten, welchen Charakterwert dieses Projekt hat. Und mit den sogenannten Wirkungsaspekten, welche Wirkung das Projekt hat. Und es ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass Sie diese 2 Komponenten miteinander vergleichen. Auch wenn Sie über Kosten oder dann Prämien sprechen, dass Sie da Prämien verteilen am Ende vom Projekt. Wenn Sie zum Beispiel eine neue Telefonanlage für Ihr Konzern einrichten, mag das ein Riesenprojekt sein mit mehreren Millionen. Die Wirkung, Sie können wieder weiter telefonieren. Oder? Also, was soll's? Oder? Das ist ja nicht spannend, oder? Jetzt einfach elektronisch vor der digital. Also, was soll's? Oder? Und das sind natürlich Sachen, was hat es für Wirkung? Und dort liegt wahrscheinlich beim Kunden auch dann das Potenzial, dass er da freizügig gewährt wird, wenn man es erreicht hat. Demgegenüber kann es sein, dass man ein kleines Projekt hat, aber mit einer unheimlichen Wirkung. Und das sind vielleicht dann die Werte, wo der Erfolg drin liegt, ganz, ganz anders aus. Ist es beim ersten Projekt vielleicht Disziplin, ist es beim zweiten Projekt eher Mut? Wir versuchen, diesen Start zu prüfen. Das ist jetzt, wenn ich den Charakter entdeckt habe dieses Projektes, möchte ich eigentlich wissen, wie ist eigentlich die Qualität darin? Und schauen Sie, das sind die Aufgaben, die Sie machen müssen bei einem Projektstart. Sie sollten eigentlich folgende Arbeiten machen. Sie sollten Systemanalyse machen, Projektanalyse, Einflussgrößen definieren, Stakeholder analysieren und. Also es sind jene Werte, die Sie eigentlich klären sollten, dass Sie überhaupt ein Projekt starten können.